Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV-News. Schön, dass du wieder da bist. Eine wundervolle Woche liegt jetzt schon hinter uns. Release mit Ramsim, mit Mitten durch Berlin und dem neuen Lotus-Update. Aber die Newswelt hat ebenfalls nicht geschlafen. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt hier direkt durch. Lasst uns mal sehen, was hier die nächste Zeit auf uns wartet. Den Anfang macht der Lotus-Simulator. Wie bereits am Donnerstag in den Breaking News berichtet, hat auch Lotus diese Woche ein Update gehabt, wo unter anderem auch die KI-Menschen mit dazugekommen sind. Mehr Infos dazu gibt es aber in den News am Donnerstag. Den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Ramsim ist endlich da. Entwickler ViewApp und Publisher Aerosoft haben am Donnerstag die neue Simulation Ramsim veröffentlicht. So heißt es auf Steam: Erlebe mit Ramsim den modernsten Straßenbahnsimulator, wird er mit fotorealistischer Grafik besticht und als ersten Schauplatz die österreichische Hauptstadt Wien in einer bisher nie dagewesenen Virtualität zeigt. Mit einer detailgetreuen Nachbildung der neuen Straßenbahngeneration Wiener Linien Flexity tauchst du in die aufregende Welt der Straßenbahnsimulation ein. Die Fahrdynamik sowie der Sound und der komplette Linienverlauf der Straßenbahnlinie 1 wurden exakt dem Original nachempfunden. Du kannst mit dem Einsteigermodus loslegen sowie Steuerung für Fortgeschrittene aktivieren. Steuere zielsicher durch den Verkehr im ca. 25 km langen Streckennetz. Besonderes Augenmerk liegt auf den hochwertigen Texturen, dem exakten Höhenverlauf und der Gleisgeometrie mit vorbildgerechten Schienen- und Weichenmodellen. Wir haben Ramsim bereits einen Tag vor dem Release in einer Beta-Version in einem Livestream, als auch am Freitag in der Release-Version inklusive des bis dahin veröffentlichten Updates euch vorgestellt. Die Links packe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Das lang ersehnte Train-Simulator-Addon für die S-Bahn Berlin ist am Donnerstag endlich erschienen. Mit diesem Addon könnt ihr das komplette S25 der S-Bahn Berlin fahren. Dieses Addon, das im Auftrag der Berliner Vereinshistorie S-Bahn e.V. entstand, zeigt den Alltag auf der Berliner S-Bahn, wie er einmal war. Als Zeitpunkt wurde das Jahr der Fußball-WM in Deutschland, das Jahr 2006, gewählt. Das passt zwar nicht mit der Tatsache zusammen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits alle Altbauzüge aus dem S-Bahn-Netz verschwunden waren und dass alle Aufsichten bis auf einige Ausnahmen von den Bahnhöfen verschwunden waren. Aber es hatte ja auch anders kommen können. Die Zugfahrten werden per Funk oder Lichtsignal abgefertigt, auf den Bahnsteigen erfolgen Ansagen, 11 Szenarien spiegeln mit 12 Stunden Fahrzeit einen Tag bei der Berliner S-Bahn wider. Ein Tag verteilt über 4 Jahreszeiten und unterschiedlichen Wetterlagen mit vielen denkbaren und tatsächlichen Facetten des Betriebs der Berliner S-Bahn. Der mitgelieferte S-Bahn ein Nintendo der Baureihe 476.3 holt das alte Berlin-S-Bahn-Lied zurück in die Stadt. Das Fahren und vor allem das Bremsen will geübt sein. Der Zug hat eine einlösige Bremse. Die Bremse kann in mehreren Stufen angelegt, aber nur in einer gelöst werden. Das ist eine echte Herausforderung. Ein Vollzug von 135 Meter Länge an dem Bahnsteig von 145 Meter Länge heranzuzirkeln. Wir haben das neue Addon Mitten durch Berlin bereits in 2 Livestreams ausgiebig vorgestellt. Und es gibt wieder Neues von Trainsim World. Trainsim Germany hat auf seiner Facebook-Seite eine neue S-Bahn-Baureihe für Trainsim World 2 angekündigt. Dabei handelt es sich um die DB BR420. Dies sind dreiteilige Elektrotriebzüge und die ersten für den S-Bahn-Verkehr in den Wechselstrom-S-Bahn-Netzen gebauten Fahrzeugen. In 8 Lieferserien des Herstellers MAN und LHB, heute Alstrom, entstanden zwischen 1969 und 1997 insgesamt 480 Einheiten. Wobei eine Einheit immer aus 3 Wagenteilen besteht. Eingesetzt wurde die 420er bei der S-Bahn München, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Köln und Stuttgart, wobei sie heutzutage nur noch in München und Köln anzutreffen sind. Ein ET420 ist 67,4 Meter lang und bringt es in die Spitze auf bis zu 120 km pro Stunde.
Diesen S-Bahn-Triebwagen könnt ihr irgendwann dann auch in Transim World 2 fahren und neben der BR422 und BR423 auch einen echten Ulli steuern. Mehr etwas dazu gibt es auf der Facebook-Seite von TSG. Link ist in der Videobeschreibung. Und Transim Germany kündigt Folgendes an, und zwar hier eine neue Lok für Transim World 2. Dabei handelt es sich um die Foslo G6, einen dreiachsigen dieselhydraulischen Rangierlokomotive des Herstellers Foslo, die ab dem Jahr 2008 gebaut wurden. Mit einer Leistung von 650 kW, einer Anfahrzugkraft von 194 bis 219 kN und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km pro Stunde ist diese Lok für den Rangierbetrieb konzipiert worden. Diese Lok könnt ihr irgendwann auch in Transim World 2 fahren und spannende Rangierdienste übernehmen. Mehr Infos dazu gibt es auf der Facebook-Seite von TSG. Auch hier ist der Link wieder in der Videobeschreibung. Was erscheint alles 2 Wochen neu? Genau, die Roadmap für Transim World 2. Die aktuellste Roadmap ist am 27. Oktober erschienen. Viel Neues gibt es nicht. Die DBBR 363 erscheint demnächst und ist auf der Strecke Ruhrsieg Nord einsetzbar. Außerdem kommen die Strecken Great Western Express und Northern Transpennine Manchester Leeds im nächsten Teil der Preserve Collection. Neuigkeiten in TSW 2 erhaltet ihr selbstverständlich bei uns und jeden Sonntag natürlich in den ÖPNV News. Auch wenn es in letzter Zeit etwas stiller um die badische OMSI 2 Map Bad Hügelsdorf geworden ist, arbeitet das Entwicklerteam weiter an zahlreichen Optimierungen und Ergänzungen. Aktuell ist nun das neue Update online und die bei Steam verfügbare Version ist nun die 1.4 Version. Es sind neben einigen neuen Chrono-Events auch seine Linienerweiterung der 318 enthalten. Dazu gekommen sind auch die Ortschaften Erlengrund und Bucheneck. Passend zum Update 1.4 ist auch bei YouTube ein Video dazu online. Den Link dahin am Ende der News. Nachfolgend eine Übersicht der Changelogs in der Version 1.4. Die Kartenerweiterung Neue Ortschaften Erlengrund und Bucheneck, die Linienerweiterung der 318. Die 318 verkehrt nun bis Erlengrund, Rathaus und bedient auf dem Weg dazwischen den Haltestellen Bucheneck, Kornacker, Erlengrund, Kloster. Achtung, aufgrund der Linienerweiterung mussten die Hofdatei geupdatet werden. Die Bad Hügelsdorf Hofdatei für Bussen von Drittanbietern müssen gegebenenfalls manuell erneuert werden. Ein neues Chrono-Event gibt es auch, und zwar passend Halloween. Ein komplett neues OMSI-Erlebnis mit Extralinien inklusive Musik und Sounds bitte zusätzlich Instruktionen aus den diversen BRD-Informationen oder Infoquellen beachten. Ein Chrono-Event-Konzert am Dino-Park befördert massig Fahrgäste zum großen Konzert am Dino-Park und genießt in euren Pausen ebenfalls ein Rockkonzert unter den Köpfen der Dinos. Ebenfalls ein neues Chrono-Event, Unfall Bucheneck. Die 318 muss hier einen Umweg fahren, da Bucheneck nicht direkt über den Sportflugplatz erreichbar ist. Neues Chrono-Event ist der Winter. Die Straßen werden passend zum Winter verbreitert. So finden Sie nun Schneeleitstäbe und den Leitpfosten und Warnschilder für Glatteis wurden zur Straße gedreht. Neue KI-Linien, verbesserte Sortierung der Objektstrukturbäume im Editor, um Modding zu erleichtern und Gestaltungsverbesserung an verschiedenen Stellen. Ebenfalls wurde hier noch die Visiere der Feuerwehrleute sind jetzt nun durchsichtig, Texturüberarbeitung für Winter und Herbst sind jetzt da, Lücken in Wäldern, durch welches im Herbst ins Nichts gesehen werden konnten, geschlossen, schwebende Gräser an diversen Stellen in die Erde gepflanzt und aktualisiertes PDF-Dokument, Haltestellenfahrplan, Fahrpläne, Linien- und Routennummernlisten und vieles mehr. So also das neue Update 1.4 von Bad Hügelsdorf. Kommen wir mal jetzt wieder mal zu dem Flight Simulator. Am 25. Oktober wurde Schönefeld zum BER Terminal 5. Am 31. Oktober hat das Terminal 1 das BER eröffnet. Am 7. November endet der Linienflugbetrieb in Tegel. So langsam aber sicher kann man beim Flughafen Berlin-Brandenburg auch von einem Flughafen im eigentlichen Sinne sprechen. Wann sollte noch einmal die Eröffnung sein? 2009, Herbst 2010, 30. Oktober 2011, 3. Juni 2012, zweites Halbjahr 2017, 2018? Ja, es wurde Oktober 2020 und auch die Kosten stiegen in die Höhe. Von den anfangs geplanten rund 2 Milliarden Euro sind wir Stand heute bei 7,1 Milliarden Euro zum Vergleich. Dafür könnte man den Berliner Hauptbahnhof ganze 5-mal bauen.
Für die meisten Flugsimulationen erschien der Flughafen Berlin-Brandenburg bereits Jahre eher als die Eröffnung in der Realität. Und so feiert Publisher Aerosoft die Eröffnung des Flughafens BER mit einer Aktion. Anlässlich der offiziellen BER-Eröffnung am 31.10.2020 erhalten Sie mit dem Aktionscode BER2020 25% Rabatt beim Kauf einer Aerosoft Berlin-Brandenburg-Berlin-Tegel-Szenerie. Gültig bis einschließlich 8.11., nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und nur solange der Vorrat selbstverständlich reicht. Solltet ihr also jetzt auch eine Runde vom Flughafen Berlin-Brandenburg oder zum Flughafen Tegel fliegen wollen, dann könnt ihr bei diesem Angebot zuschlagen. Mehr Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und wir bleiben gleich bei den Sales, denn jetzt geht's los. Und zwar hat Dovetail Games einen neuen Sale wieder hier am Laufen. Nun könnt ihr wieder richtig sparen, denn aktuell gibt es auf der Plattform Steam auch einen Halloween-Sale. Ihr könnt bei OMSI 2, dem Train-Simulator TrainSimWorld 2 oder den Produkten von TMS Studios, Fernbus und Tourist-Bus-Simulator bis zu 70% sparen. Der Sale geht bis zum 2. November 2019 in der mitteleuropäischen Zeit. Also unbedingt mal vorbeischauen. Vielleicht ist ja noch das ein oder andere DLC für euch ja noch verfügbar, welches vielleicht euch ja noch fehlt. Und das ist nicht alles, denn auch 3D-Zug veranstaltet einen Halloween-Sale. Nur noch heute, am 1.11. erhaltet ihr mit dem Rabattcode Halloween20 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Hier heißt es Devise wieder, wer sparen möchte, sollte schnell sein. Also nur noch bis heute könnt ihr wundervolle Add-ons von 3D zu kaufen. Hier absolutes Highlight der ICE1. Wirklich Schmuckstück. Da solltet ihr vielleicht mal vorbeigucken. Und damit endet denn auch unsere News wieder. Ja, ich sagte ja, es ist ein bisschen was zum Lesen gewesen. Hoffe, dass ich nicht ganz so schlimm war mit dem Verlesen. Ein, zwei Wörter waren dann wieder mal bei. Aber nichtsdestotrotz, es ist jedes Mal eine Freude, hier euch unterhalten zu dürfen mit unseren ÖPNV-News. Immer wieder sonntags. Und vielen Dank auch für den netten Kommentar. Wenn man mein Video hier am Sonntag sieht, weiß man ganz genau, der nächste Tag muss er in die Schule. Dankeschön dafür und nächste Woche wird es nochmal ein bisschen größer, denn ÖPNV-News wird 100 Folgen alt. 100 Folgen ÖPNV-News solltet ihr unbedingt mit einschalten. Würde ich mich mega drüber freuen, wenn wir zusammen die 100. Folge ÖPNV-News hier feiern. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch alles Gute, eine ruhige Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss!